Servus, grüßt euch. Ich muss mal hier noch mal. Ich habe eben was zusammen, zusammengebaldowert hier, was jetzt das starke Kraut angeht. Ne? Das müssen wir ja noch machen. In der letzten Folge haben wir ja Sindbad kennengelernt und der wollte ja natürlich noch 12 Pflanzen Sumpfkraut haben. Grabmoos haben wir ja hier besorgen können in der Harpienhöhle. Ein Glück. Ja, und damit wir bei Tartaron, es ist ja der mächtige Zauber. Das ist ja der Hektor, der sagt, dass er eventuell mit dem starken Kraut dann eine leichte Zunge bekommt. Das wollen wir doch mal ausprobieren und dann fetzen wir. Wo war das nochmal? Das war in Uga, war das richtig. So, und dann geht's jetzt mal hin zu Uga. Sind wir eigentlich richtig? Nein, wir sind nicht richtig. Kacke. Warum? Na, wegen der Klamotte. herrlich. Aber zum Glück mache ich das jetzt nicht mehr spontan. Und sonst, ich überlege da nämlich nur immer noch ein bisschen. Kurz vorher, das hat sich jetzt so langsam, hoffentlich nach wie viel tausend Folgen, so viel tausend Folgen habe ich noch nicht, eingebürgert bei mir, dass wir hier mal, bevor wir einen Teleport machen, so einmal rumrendern, uns die richtige Klamotte anziehen. Okay, das muss noch rendern. Das ist jetzt da, jetzt müssen wir zu dem Hektor hin, nicht wahr? Okay, dann werde ich da mal hinspringen, oder? Ist der hier um die Ecke? Ich habe immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten hier mit der ganzen Geschichte. Wieso renderst du nicht hier richtig rein? So, war das hier? Nein, ich muss suchen, Leute. Weiß nicht, warum Uga mich immer so verwirrt. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal hier rein. Ja, hier ist es doch richtig. Mann, oh Mann, oh Mann. Wo du daneben stehst, ne? Sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, da wollen wir erstmal gucken, nachdem wir abgespeichert haben. Ah, guck mal hier. Was ist das denn hier? Toll. Der Tartaron macht eine Rune. So, dann sprechen wir mal den Hektor an. Nee. Oder war der das? Ach, Kasim war das, ne? Auch nicht. Das war auch nicht Kasim. Nein! Wieder falsch! Ich muss zu Sindbad! Ich muss zu Sindbad. Okay, Sindbad. Schaut, wie viel Glück Roland aber nicht hat, um Sindbad zu finden. Also, ich weiß nicht, das ist so vertrackt hier. Wo ist Sindbad bloß? Da war doch irgendwie so ein Hinterhof. Ich weiß, ich bin wieder falsch, ne? Oder? Also hier mal durch. Und hierhin eventuell? Ich weiß. Nein. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Leute, ich muss mich erstmal wieder arrangieren. Da ist Sindbad Nummer 1, richtig. Ach, das ist ja in so einer sackenden Gasse. Ja, kein Wunder. Das dürfte von hier aus die sackende Gasse werden. Ja, genau. Hier sind die ganzen Fässerchen. Wunderbar, da steht er schon. Oh, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Geht es los? Ja, das ist ja Feuerschlucken. So, hier hast du deine Pflanzen. Hier hast du deine Pflanzen. Sehr gut. Dann werde ich mal neuen Tabak machen. Wann wirst du den Tabak fertig haben? Morgen. Komm morgen vorbei. Ja. Dann kannst du ihn haben. Das kann man sich natürlich wirklich vorausdenken, ahnen und überhaupt. So, ja, hier sind schon ein paar Peoples, die hier schon mal Kasim. Ach, Kasim und Hektor sind gleich hier. Ja, klasse, aber gucken wir erstmal auf die Uhrzeit. Das ist 17.26 Uhr. Morgen, morgen, morgen. Dann brauche ich nicht so lange zu latschen, wenn ich dann auch bis nachmittags penne oder bis 17 Uhr. Dann machen wir doch einfach mal hier unser Schlafschaf. unsere Kiste hier mit dem Schlafsack. Wo ist der Schlafsack jetzt? Wo kommt Schlafsack? Ach, da. Mhm. So. Komm morgen wieder. Also morgen wieder. So, 17 Uhr ist ja hier rum. Das heißt also, ich kann ja ausruhen. Die geht ja nicht. Bis zum nächsten Morgen ausruhen. Na, super. Ja, jetzt sind sie da nicht mehr. Na, mit dem Schlafsack kannst du natürlich die Uhrzeit nicht auswählen. Nur Nickerchen machen oder 4 Stunden schlafen. Oder bis zum nächsten Morgen. So, okay. Trotzdem nochmal Sindbad fragen. So, Sindbädchen. Hier, ist der Tabak fertig? Ist der Tabak fertig? 2. Ja, er ist fertig. Hier hast du 2 Stängel. Wird doch reichen, oder? Nein. Danke, du hast mir sehr geholfen. Was heißt danke? Ich habe zu danken. Jetzt habe ich wieder genug zu rauchen. Okay.
Gut. Ja, dann gucken wir doch mal im Inventar nach, nachdem wir gespeichert haben, wo denn die Sumpfkrautstängelchen sind. Ich habe natürlich im Off schon mal vorbereitet. So, starkes Kraut. Ich habe gespeichert. Ich will es auch mal probieren. Wollen wir das mal probieren? Was? Nur ein Zug? Hm. Mal gucken, ob sich noch im Lauf. Ah. Es wird wieder so schwummerig. Ist klar. Hätte man sich denken können, ne? Okay, das wollte ich nur mal ausprobiert haben. Gut. Kennen wir also die Wirkung von dem starken Kraut. Jibi Dibi Du Charon Kasim Ende. Aber Hector braucht das ja. So, willst du mal was Ordentliches rauchen? Mal gucken. Willst du mal was Ordentliches rauchen? Klar, warum nicht? Was hast du denn für ein Zeug? Eine ganz neue Mischung. Du wirst begeistert sein. Klingt interessant. Na gut. Ich nehme aber das Zeug nur hinter Iskras Haus. Wieso das? Mann, weil ich nicht will, dass uns die Magier erwischen. Die sehen es nicht so gern, wenn die Adepten uns so voll dröhnen. Ja, wo ist denn Iskras Haus? Achso, das ist ja der Händler. Gibt es hier einen neuen Eintrag? So, ich habe sind bei die Pflanzen besorgt, sind mal Tabak bekommen. Hector will den Tabak erst hinter Iskras Haus rauchen, weil er Angst hat, von den schwarzen Magiern dabei erwischt zu werden. Iskras Haus. So, kommst du denn mit oder kommst du nicht mit? Nö, er kommt nicht mit. Was nu? Pupu? Doch, er kommt nicht. Okay, muss man halt eben nur ein bisschen mehr Abstand gewonnen haben. So, hier ist Iskra, ne? Versichern wir uns nochmal. Yep, hier ist Iskra. Ach, er ist schon mal vorgegangen. Okay, von der Seite komme ich nicht rein. Auch schön. So, also hier, ne, das ist der Assassine. So, hinter Iskras Haus. Alter Daus, hier steht kein Hector. Wo soll denn jetzt hin? Hector ist weg. Moment. Wo willst du denn hin? Jetzt bist du auch verwirrt oder was? Halt. Warte mal. Genau. Ende. Dann wollen wir uns mal gucken, wo er hier. Siehst du? Die eigenen NPCs kennen sich auch. Ach. So ist das. Hier. Hinter Iskras Haus. Okay, dann ist es. Dann habe ich mich vertan. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Denn es hieß ja Haus und nicht Stand oder Verkaufsstand. Mein Fehler. So, Hector, mal gucken. Also, was ist? Also, was ist? Her mit dem Zeug. Schön. Ich habe ja vorgedampft. Und? Was sagst du, Hector? Oh, Mann, zieht das rein. Tja, dann kann ich mich doch gleich... Tja, da kann man doch gleich Gut und Böse unterscheiden. Wie der alte Tartaron, nicht wahr? Wieso? Tartaron kann doch bloß ein bisschen Hypnose, das ist alles. Aha. Aber wenn du denkst, dass ich dir das verraten werde, dann bist du auf dem Holzweg, klar? Mann, ist mir schlecht. Ich glaube, ich muss kotzen. Nee, nicht vor meine Füße. Hallo. Warte mal. Vielleicht braucht er den zweiten Stängel. Nee, da gibt's nichts mehr. Schade, was sagt der Tagebuch Trauer? Ein mächtiger Zauber. Hector hat mir verraten, dass Tartaron Hypnose beherrscht. Aber was kann ich gegen diese mächtige Fähigkeit des Magiers machen? Vielleicht kann mir Tamara, richtig. Frag Lady Marmalade. Sorry, ein kleiner Insider meinerseits. So, Tamara war natürlich wieder, muss ich mal wieder gucken, wo sie war. So, dann müssen wir erstmal einen riesen Umweg machen, weil rechts rum kommen wir ja nicht durch. Das heißt, wir müssen hier rum.
Und ja, damit wir auf diese abschüssigen Häuschen kommen, denn Tamara ist ja tagsüber ja oben in einem Raum drin, den ich nicht betreten darf. Da werde ich gleich angegriffen. Bin ich jetzt zu weit gelatscht? So, jetzt ist die Musik schon wieder aus. Ups, 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 ups. So, da. Da sind wir jetzt. Werde ich mal das Tamärchen mal fragen. Die, ja, Moment. Das war hier, wo das Padawan ist, richtig, wo die Mädels sich immer dahinter umziehen. Und den Wachen hier, hier, das ist ein Spanner, ist das hier, hier. Ne? Ja, hat's gut. Wenn die drei Mädels hier sind. Deswegen werde ich jetzt mal hier bis Mitternacht schlafen. In einem Bett, was noch nicht ausgezeichnet ist. Manchmal so, manchmal so. So, bis zum nächsten Abend, bis Mitternacht. Dann gibt's wieder einen Rüffel. Raus aus meinem Bett! So, da ist er. Und da haben wir das Tamärchen. Und die fragen wir jetzt mal nach, Tamara. Verdammt! Ja, was ist gut. Was ist los? Ja, ich weiß jetzt, warum Tataron. Ich weiß jetzt, warum Tataron bisher jeden durchschauen konnte. Er kann Hypnose. Was bitteschön? Hypnose. Das heißt, der Magier hat die Fähigkeit, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Oh je, das klingt gar nicht gut. Du sagst es. Hast du vielleicht eine Idee, was man dagegen machen könnte? Ich? Hm. Frag mal in unserem Dorf den weisen Mercurius. Er ist Magier des Wassers. Vielleicht weiß er, was zu tun ist. Sonst wüsste ich niemanden mehr, der dir helfen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Ein mächtiger Zauber. Tamara rät mir den Wassermagier Mercurius, der im Dorf der Nomaden... Achso, ich wollte schon gerade sagen. Im Dorf der Nomaden. Denn Mercurius ist ja weiter draußen. Ja, Tamara, hab herzlichen Dank für diese Info. Deswegen werden wir da natürlich auch mal wieder ein bisschen Abstand wahren. Das macht man am besten vom Eingang. Von den Toren. Nugas, Glas. Hast du heute deinen Mähdrescher noch nicht gefunden? So, jetzt haben wir genug Abstand. Dann werden wir uns natürlich wieder eine friedfertige Nomadenrüstung anziehen. Und zwar, die Nomadenrüstung ist ja hier oben drüber. Ach, hier nochmal eine kleine Geschichte. Ich habe zwei Ringe angelegt. Einmal einen mächtigen Ring der Geschicklichkeit. Es wurde gefragt, ob ich dann hier die höchste Goldschmiedestufe habe. Die habe ich. Vielen Dank fürs Nachfragen. Und zack. Dann Nomade. Das war Said. Es gibt aber noch ein anderes Lager, aber lass uns mal erstmal nach Said. Nee, Said. Moment, ich muss erstmal die Rune suchen für das andere Ding. So, gefunden, angelegt, weil Said wäre zu weit weg, deswegen gleich hier zu den Nomaden. Und da hinten ist Mercurius. Tagsüber am Stehen. Ihr Zicklein, ihr habt ja auch keinen Schlaf hier, ne? So, Mercurius wird sich also irgendwo schubbern. Bestimmt, ja, da ist er doch schon. Oh, müssen wir den wecken? Ja, los. Rüttel, rüttel. Aufwachen. Was hast du gegen... Verdammt! Was willst du? Ja, ich brauche nämlich deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Wenn ich kann, werde ich dir helfen. Sprich, was soll ich tun? Der Schwarzmagier Tataron ist in der Lage, anderen durch Hypnose seinen Willen aufzuzwingen. Was kann man dagegen tun? Das also ist es, was Tataron so gefürchtet macht. Doch leider kann ich dir nicht helfen. Ich kann nur deinen Körper schützen, nicht deine Seele. Du solltest daher mit einem Feuermagier sprechen. Toll. Leider aber wirst du diesen in Varant nicht finden können. Tolle Nummer. So, und dann geht's noch mit Runensteinen. Ich habe natürlich nicht alle gefunden, oder? Habe ich jetzt alle Runensteine gefunden? Lass mal sehen. Soweit ich das sehe, wird dir noch die eine oder andere Rune fehlen. Tja, lass uns mal heilen. Kannst du mich heilen? Du bedarfst zurzeit nicht. Okay. Jetzt bin ich echt verzweifelt. Ein mächtiger Zauber. Ich habe Mercurius erzählt, dass Tataron Hypnose kann. Doch leider kann er mir nicht helfen. Kann er mich nicht helfen? Er sagt, dass mir nur ein Feuermagier helfen kann. Da gebe ich am besten
Da gehe ich doch gleich am besten zu Wulf. Ja, sehr natürlich. Wieso ist mir das nicht sofort eingefallen? Wulfi Ass. So, Wulfi Ass. Das heißt, ich müsste sozusagen wieder zurück zu meinen Leuten. Wulfi Ass ist ja auf dem Schiff. Nicht wahr? Das trifft sich gut. Das trifft sich gut. Kann ich mich hier ungestört umziehen? Kann ich. Wulfias, logisch. Wulfias ist ja ein Feuermagier. Ich habe jetzt gerade wieder an Corines gedacht, aber oh yeah. So, wo sind wir denn? Erstmal Küste von Patara. So, dann zu Ernst. Oh, der ist immer gut. Der schläft und säuft und jetzt schläft er noch. Okay. So, Ernst, bring mich zum Schiff. Bring mich zum Schiff. Gut, es geht sofort los. Ring, rolling, dum, 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 dum. So, mach. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Ja, ist natürlich nachts nicht da. Der wird irgendwo pennen. Das machen wir doch am besten auch. Und zwar nicht im Wassereimer, sondern irgendwo da, wo es ein Bettchen gibt. Hier ist zum Beispiel Hawk. Gucken wir mal, wo hier was ist. Dann Dolo. Hier ist noch ein Bettchen frei. Außerdem machen wir so ein bisschen Tachel danach, nachdem wir geschlafen haben. Bis zum nächsten Morgen. Moin moin. Hier oben Schip, ne? Oh, wo es hier lecker Frischbrötchen gibt. Leider ist hier keiner, der hier ein Fischbrötchen hat. So, okay, Hawk, den haben wir ja schon alles abverlangt. So weit, so gut. Wulfias. Nicht zu tief in die Flasche schauen. Speichern. Wulfias, hey. Dann gib uns doch mal bitte einen Tipp. Unterweise mich Spruchrollen erschaffen. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ja, sprich. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche ein Mittel, um mich dem Einfluss der Hypnose zu widersetzen. So? Wer ist denn in der Lage, Hypnose auszuüben? Der Schwarzmagier Tartaron, der die Stadt Uva beherrscht. Dann wird es sich um eine besondere Art der Hypnose handeln. Es ist der schwarze Blick, dem das Opfer ausgesetzt wird. Die Aura des Bösen. Kann ich mich davor schützen? Ja, es gibt ein Mittel dagegen. Ein Amulett, das mit Gestein aus gesegneter Erde angefertigt wurde, kann dich davor beschützen. Leider aber habe ich nichts von diesem Gestein hier. Ich weiß aber, dass viele unserer Gebetsschreine daraus gefertigt worden sind. Verstehe. Aber wo kann ich in Varant einen Innos-Schrein finden? Das kann ich dir leider nicht sagen. Früher hat es in Varant auch Innos-Anhänger gegeben. Aber das ist sehr lange her. Ich weiß, ich habe einen, hier ist auch schon die Antwort, ich habe hier Gestein aus gesegneter Erde und dann wieder zurück zu Alain, der mir ja schon vor Folgen gesagt hat, dieser Stein wird nochmal wichtig sein. Ich habe hier Gestein aus gesegneter Erde. Du hast tatsächlich welches gefunden? Dann scheint Innos mit dir zu sein. In Ordnung, ich fertige dir das Schutzamulett gegen den schwarzen Blick an. Gib mir etwas Zeit, ich mache mich auch gleich an die Arbeit. Schön. Dann werden wir sicherheitshalber mal wieder einen Tagel schlafern. Schlafen. Ehrlich? Mal ein bisschen gezielter an die Sache rangehen. So. Ich bin gespannt. Der schwarze Blick. Der schwarze Blick. Sehr schön. Bis zum nächsten Morgen geschlafen. Komm raus, bleib da nicht hängen. Ich bin ganz aufgeregt. Auf zu Wulfias. Hast du das Amulett fertig? Wie steht's mit dem versprochenen Schutzamulett? Nein, noch nicht. Komm später wieder. Wenn du mich noch weiter von der Arbeit abhältst, wird es noch länger dauern. Shit. Da war meine Vermutung falsch. Moment, ich gucke mal ins Logbuch. Vielleicht steht da drin, wie viele Tage ich brauche. So, Wulfias wird mir ein Schutzamulett gegen die mentalen Angriffe Tartarons anfertigen. Oh. Wann? Wissen wir nicht. Aber ich habe mal mit Harald noch nicht so lange gesprochen. Wie sieht's denn aus? Bring mir Schildparade bei. Ja, brauche ich das eigentlich? Apropos,
LP. Gucken wir unsere Potenz an. 24 Lernpunkte. Das ist eigentlich nicht so viel, wenn wir schon so weit gekommen sind. Yep. Was machen wir dann? Ich schlafe nochmal 2 Tage. Sicherheitshalber. So. Sicherheitshalber. So. Ja, das mache ich dann im Übersprung. So, das ist jetzt der 2. Tag. Jetzt rum ist, jetzt haben wir 3 Tage insgesamt geschlafen, um Wulfias Zeit zu geben, damit er das mächtige Schutzamulett basteln kann. So, Wulfias. Hey, bist du jetzt endlich fertig? Wie steht's mit dem versprochenen Schutzamulett? Ich bin fertig. Hier, sieh es dir an. Es ist ein schönes Stück geworden. Trage es immer bei dir und weder Tartaron noch ein anderer wird dich in seine mentalen Abgründe ziehen können. Ich danke dir. Klasse. Klasse. Aber ich habe ja noch nicht irgendwie... Kleiner Feuersturm, Blitz, Angst, mittlere Wunden, Schlag. Ich will nur mal gucken, ob ich noch was Besseres kann. Leider nicht. Schön. Super. Das heißt, wir gehen wieder zu Lord Balfin hoch. Sagen ihm, dass wir mal wieder zurück nach Varant müssen. Dann werde ich wie durch magische Kräfte... Ne? Ich segle also jetzt Boot. Wieder zurück nach Varant. Gut, Innos möge dich beschützen. Ganz magisch wieder zu Ernst geführt. Da ist das Ernstchen. Und dann werden wir Ernst mal ein bisschen im Abstand vergrößern, weil wir brauchen jetzt erstmal wieder eine gute Rüstung. Und dann geht's nach Uga. Das Summer. Dann speichern wir und machen die Musikbox im Hintergrund wieder an. Zip, 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 zip. Jetzt setzen wir mal wieder durch zum Tartarum. Beziehungsweise wir haben ja jetzt das Amulett. Kurz bevor wir dann da reingehen, gucken wir mal, dass wir das mal uns angucken, das Amulettchen. Werde ich natürlich auch wieder mal... Moment mal, das ist doch eigentlich gar nicht so weit entfernt. Amulett der Pristor. Gucken, ob das hier irgendwie großartig auffällt. Amulett der Wendigkeit, Lebenskraftigkeit. Da ist es doch schon. Seelenruf-Amulett, okay. So, da muss ich eins hier abnehmen. Das hier schützt vor dem schwarzen Blick. Sehr gut. Anlegen. So, schön. Gut. Ja, speichern wir mal. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wen muss ich denn... Kann ich jetzt den... Moment mal, wenn ich den Hector anspreche, dann dürfte nichts sein. K7 natürlich auch nicht. Heißt das, dass ich jetzt direkt Tartaron ansprechen muss? Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, ich erhielt vom Wulfia das Schutzamulett gegen Tartaron. Schwarzen Blick. Das heißt jetzt... Tartaron, grüß dich. Ich will die Künste Belias auch bei euch studieren. Es wäre fast unmöglich, seine Schlüssel zu stehlen. Okay, gucken wir mal, was die Künste uns bringen. Ich will die Künste Belias bei euch studieren. Die Künste Belias offenbaren sich nur dem Erwählten. Jeder andere, der unberufen nach ihnen verlangt, würde unbarmherzig von Beliar vernichtet werden. Ich fürchte mich nicht. So, dann wollen wir mal sehen, was Beliar dir zugewiesen hat. Macht oder Tod. Beliar! 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 Herr der Nacht und der Finsternis! Ich rufe dich! Deswegen heißt es Seelenruf. Okay. Es will jemand an deiner Macht teilhaben. Erkünde uns, ob er berufen ist. Oder nicht. Was ist das? Sieh in mein Auge, Adept. Du siehst jetzt in das Auge Beliars.
offenbare mir dein Innerstes. Kein Geheimnis soll vor mir verborgen sein. Müdigkeit umfängt deinen Körper. Schlafe, schlafe und höre allein meine Worte. Wer bist du? Wer bist du? Und was willst du hier? Dienst du Belia? Dienst du Innos? Oder dienst du Adanos? Sprich, sprich. Ich heiße Huland. Ich will die Klasse. Schwarze Magie lernen. Ich bin ein treuer Diener Belias. Geil. Oh, jetzt penne ich. So erwache, Diener Belias, damit ich dir deine Aufgabe zuweisen kann. Okay. Muss ich jetzt hier eventuell... Hallo. Ah, ich kann den Kopf bewegen. Zück, zück, zück. Erwache, erwache, erwache. Aber er erwacht nicht. Bin ich denn hin? Nee. Ah, jetzt bin ich aufgewacht. Was ist los? Was ist mit mir geschehen? Belial hat dich anscheinend dazu berufen, die schwarze Magie zu lernen. Doch eine Prüfung erwartet dich noch. Was ist das für eine Prüfung? Suche Skelron, den Diener unseres Meisters, auf. Er wird dich prüfen. Wo finde ich Skelron? Hinter der großen Oase von Ugar triffst du auf einige Ruinen des alten Volkes. Lauf an diesen vorbei und ein Stück in die Wüste hinein. Halte dich an der Bergwand, bis du zu einer Höhle kommst. Der Eingang der Höhle ist verschlossen. Hier hast du den Schlüssel zur Tür, die Skelrons Höhle verschließt. Warum lebt Skelron an diesem verborgenen Ort? Das wirst du erfahren, wenn du mit ihm gesprochen hast. Und nun geh. Ui, 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 ui. Das war aber lustig. Ich mache mal eine Abspeicherung, weil ich will auch wissen, was passiert, wenn ich das Amulett nicht umhabe. Deswegen hole ich nochmal den Stand rein zuvor. So, und habe mal gleich das Inventar aufgemacht. Hier habe ich noch mein Seelenruf-Amulett und das Amulett der großen Erleuchtung. Das werde ich mal wieder anziehen. Geht das denn nicht? Hallo? Erstmal so und dann so, dann geht's. Und dann gehen wir zu Tatoron rein und ich will mal wissen, was da passiert, wenn er mich dann hypnotisiert. Gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. So, ich will die Künste Belias bei euch studieren. Ich will die Künste Belias bei euch studieren. Okay. Die Künste Belias. Das überspringen wir mal. Ich fürchte mich nicht. So. Oh, jetzt bin ich gespannt, was happens. Macht er wieder seine Tonübung? Belial. Genau. Er wird gerufen, der Belial. Es will jemand. Yep. Die Nacht verkünden. Die Nacht verkünden, jawohl. Sieh, sieh meine Augen. Adel. Sieh meine Augen. Du siehst jetzt in Sorry. Das Auge. Belials. Offenbare mir offenbare dein Innerstes. Müdigkeit umfängt deinen so, Körper. Jetzt werde ich hypnotisiert. Wer bist du? Wer bist du? Dienst du Belia?
Ich heiße Roland. Ich will die schwarze Magie lernen. Ich bin so. So erwache, Diener Belias, damit ich dir... Okay. Ich hab das Amulett noch nicht angehabt. Ich hab jetzt gedacht, jetzt kommt was anderes. So, jetzt muss ich wieder warten, bis ich erwache. Erwache, Roland, erwache. Oh. Schlaf, Kindlein, schlaf. Tataron ist ein Schaf. Er meckert. So, jetzt bin ich gespannt. Was ist mit mir geschehen? Beliar hat dich anscheinend dazu berufen, die schwarze Magie zu lernen. Doch ein... Was ist das? Such... Wo finde ich... Okay, jetzt haben wir wieder den Stand mit der Höhle. Warum von Skeltron. Okay. Jetzt gucke ich nochmal genau hin. Amulett der großen Erleuchtung. Und das ist das Seelenruf-Amulett, welches ich nicht umhabe. Leute, da ist noch ein bisschen, ne? Verbesserungsbedarf. Das wollte ich nur mal aufklären, weil es nicht schon geklärt worden ist. So, jetzt habe ich wieder den alten Stand eingeladen. Wir gucken noch mal nach. Ist das Seelenruf-Amulett immer noch dran? So, da haben wir wieder das Seelenruf-Amulett. Das ist der alte Stand, wo wir dann wirklich noch diesen Schlüssel oder das Artefakt für die Höhle bekommen haben. Für den Herrn Skeletor, denke ich immer, von He-Man. Nein, Skelron. Genau, richtig. Und da befinden wir uns dann, oder da begebe ich mich dann in der nächsten Folge. Nicht wahr? Schreibt mir einen Kommentar und einen Daumen. Und ging doch heute ganz gut, oder? Also bis dann, ciao.